Ja, natürlich kann ich Ihre Verunsicherung verstehen. Ja, gehen Sie einfach davon aus, dass das eine Falschmeldung ist. Ich bin und bleibe Geschäftsführer von Landstein Enterprises und damit Ihr Ansprechpartner. Ja, natürlich. Wiederhören. Mann, mal Ruhe hier. Ja. Haben Sie die Pressemitteilung des heutigen Tages verfolgt? Ja, mein Cousin geht offensichtlich davon aus, dass er mich mithilfe eines uralten Vertrags aus der Geschäftsführung drängen kann. Sie, das weiß ich doch nicht. Sie sind der Anwalt. Ja, lassen Sie sich was Wasserfestes einfallen. Ja. Gut, ich warte auf Ihren Rückruf. Was machst du denn hier? Ich suche Sebastian. Schließlich ist das doch jetzt sein Büro. Komm, Tanja, raus jetzt. Ich habe zu arbeiten. Nach dir. Ich mein's ernst, ich habe wirklich zu tun. Was und wo du arbeitest, ist mir herzlich egal. Das hier ist Sebastians Büro. Ja. Wie nicht anfechtbar. Hören Sie, irgendeine Möglichkeit muss es geben. Schön, dann suche ich mir jemanden, der das kann. Vielen Dank. Das hätte ich dir gleich sagen können. Du kannst eine Abtrittserklärung doch nicht rückgängig machen. Tanja, hast du diesen Vertrag damals aufgerufen, um mich jetzt fertig zu machen? Nein, ich lag im Koma, schon vergessen. Hör mal, Ansgar, Sebastian hat keine andere Wahl. Dein Angriff in aller Öffentlichkeit und deine manische Suche nach Alexa. Wirklich, du brauchst Hilfe. Weißt du was, Tanja? Mach einfach deine üblichen Sprüche und dann verschwinde. Und versuch dich hier nicht als Therapeutin, okay? Ja, okay. Was soll das denn jetzt? Für Sebastian, damit er sich hier wohlfühlt. Okay, jetzt reicht's mir. Komm raus. Du hast gesagt, du magst mich lieber so. Ja, genau so mag ich dich, Tanja. Tanja sagt, du weigerst dich, deinen Schreibtisch zu räumen. Selbstverständlich. Was dachtest du denn, dass ich die Blume überreiche und hier verschwinde? Kannst du nicht einfach akzeptieren, dass es ist, wie es ist? Sieh das Ganze doch mal als Chance. Hast du doch alle Tassen im Schrank, mir mit solchen Kalendersprüchen zu kommen? Ansgar, ich will, dass du deine angeschlagene psychische Verfassung in den Griff kriegst, okay? Und gut, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Dafür brauchst du Zeit. Und deswegen soll ich mein Büro räumen, wie überaus selbstlos von dir. Naja, du hast eben völlig den Bezug zur Realität verloren. Zu allem, was dir wichtig ist. Du machst ja noch nicht mal einen Hehl daraus, dass dir die Geschäfte der Firma im Moment völlig egal sind. Also, auch wenn es dir schwerfällt, ich muss dich jetzt bitten zu gehen. Das kannst du vergessen. Ist das dein letztes Wort? Schade. Nicht ich, Ansgar. Nicht ich. Diese Demütigung hätte ich ihm gerne erspart. Naja, er hat es doch förmlich drauf angelegt. Und so unberechenbar, wie er gerade ist, blieb dir nichts anderes übrig. Mir wäre es trotzdem lieber gewesen, ich hätte vernünftig mit ihm reden können. Sebastian, glaubst du wirklich, Ansgar hätte freiwillig das Feld geräumt? Nein. Aber ich trete eben nicht gerne nach, wenn jemand schon am Boden liegt. Er hat Evas Tod nicht verkraftet. Und ja, es war natürlich richtig, dass ich handeln musste, aber jetzt habe ich ihm auch noch seine Würde genommen. Bin ich nicht gerade stolz drauf? Aber ich, wer an der Spitze stehen will, der muss auch unbequeme Entscheidungen treffen können. Früher wärst du dazu nicht in der Lage gewesen.
Was soll das denn jetzt werden? Ein Idiotentest? Ob ich auf normale Fragen normal reagiere? Oder wollen Sie jetzt am Ende sogar noch Mitleid vorheucheln? Auch wenn Sie es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber was da vorhin bei LCL passiert ist, das... Ja, das tut mir schon leid. Sie haben recht. Ich glaube Ihnen nicht. Schenken Sie mir trotzdem eine Minute Ihrer Aufmerksamkeit? Schlimmer kann der Tag wohl kaum noch werden. Sebastians Maßnahme, die Firmenleitung zu übernehmen, das war drastisch, ja, aber es war richtig. Na, wenn Sie das sagen. Der falsche Mordverdacht gegen Sie, die Bedrohung durch Alexa Berg, das hat doch eigentlich nur dazu geführt, dass Sie den Tod Ihrer Verlobten gar nicht richtig verarbeiten konnten. Moment, ich werde mit Ihnen nicht über Eva sprechen. Nein, nein, das will ich auch gar nicht. Ich möchte Sie nur daran erinnern, was Frau Baumann sich gewünscht hat. Sie wollte mit Ihnen in Kanada ein ganz neues Leben beginnen, weit weg von all dem hier. Ja, und jetzt ist sie tot. Und sie wollte, dass Sie Ihren Hass auf Vincent Berg und seine Tochter hinter sich lassen. Und Sie waren bereit dazu. Das war, bevor er sie erschossen hat. Verstehen Sie nicht, was ich damit sagen will? Warum halten Sie so krampfhaft an etwas fest, was Sie selbst schon längst aufgegeben hatten? Ich glaube nicht, dass Frau Baumann sich gewünscht hätte, dass ihr einziges Lebensziel die Rache an Alexa Berg ist. Warum versuchen Sie nicht, Ihrem Wunsch nachzukommen? Schließen Sie Frieden. Auch mit sich selbst. Ich bin mir sicher, dann finden Sie wieder zu Ihrer alten Stärke zurück. War's das jetzt? Ja. Wir sollen einfach jetzt nur noch nach vorne schauen. Hier. Auch wenn du die nicht verdient hast. Nein. Verdammt nochmal, ich hab doch... Nein. Kim, komm rein. Hey, ich dachte, ich schau mal nach dir. Sag mal, in den letzten Wochen hattest du da das Gefühl, dass ich mich vielleicht ein bisschen verrannt habe? Hast du einen Moment? Ich habe gleich einen Termin. Gut, ich mach's kurz. Schön. Ich gebe ein Interview für ein Wirtschaftsblatt, die... Die wollen unbedingt eine Stellungnahme zu deiner Prügelattacke. Ja, für die wollte ich mich bei dir entschuldigen. Ich meine es wirklich ernst. Ich war wütend auf dich, aber ich hätte nicht so die Kontrolle verlieren dürfen. Nicht vergessen. Entschuldigung angenommen. Das Interview muss ich trotzdem geben. Ich verstehe inzwischen auch, warum du mir Evas Schwangerschaft verschwiegen hast. Du wolltest mich schützen vor mir selbst. Ich,
Evas Tod hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich, mein Gott, all diese Rachegedanken. Ja, es stimmt, ich war nicht mehr zurechnungsfähig. Also, um es kurz zu machen, ich werde die Suche nach Alexa Berg abblasen. Aber ich kann hier nicht einfach so auf dem Schloss rumsitzen und nichts tun. Das macht mich wahnsinnig. Naja, und ich denke, wir wissen ja beide, was für mich das Beste wäre. Was wäre das? Ich will meinen alten Job zurück. Ich will unsere Firma leiten. Ich brauche jetzt irgendeine sinnvolle Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Eine sehr sinnvolle sogar. Du solltest dich erholen. Nimm deine Auszeit vom Alltag, sieh zu, dass du gesund wirst. Ist das ein Nein? Ein vorläufiges Nein. Wenn es dir wieder besser geht, dann reden wir weiter. Sebastian, was soll das? Ich will, dass du dich wieder in den Griff bekommst. Schon interessant, wie die Macht einen Menschen verändert. Was ist denn aus dem guten Sebastian mit der weißen Weste geworden? Ansgar, ich habe mich nicht verändert. Ich habe nur eine notwendige Entscheidung getroffen, zu der ich auch stehe. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Lahnstein Enterprises hat schon ganz andere Krisen gemeistert. Glauben Sie mir, auch diese Hürde werden wir zu nehmen wissen. Und Graf von Lahnstein hat sich tatsächlich aus allen Geschäften zurückgezogen? Ja, mein Cousin, er nimmt sich eine Auszeit. Und wie lange? Das ist noch unbestimmt. Aber eher länger als kürzer. Graf Lahnstein, würden Sie mir einige Fragen zu Ihrer Auszeit beantworten? Nein, tut mir leid. Ich denke, Ihre Leser dürfte auch viel eher interessieren, wie es jetzt mit Lahnstein Enterprises weitergeht. Zeit für neue Ziele.